Ach Leute, was soll ich sagen? Dieses Projekt habe ich sogar so ein bisschen vor mir hergeschoben, denn es gibt mal wieder Anlass nicht zur Freude. Wissen wir, was das hier ist? Das ist unser Hund. Ist ein bisschen makaber, ne? Die gute Emma. In vielen Videos habt ihr sie gesehen, unser Golden Retriever. Ja, war alt. Es war natürlich klar, dass ich da auch eine Urne für herstellen werde. Nur ich hatte jetzt das die ganze Zeit so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich hatte echt keinen Bock auf das Projekt. Weil für den eigenen Hund ist Kacke. Ist auch nochmal was anderes. Ich habe für meine Großmutter habe ich eine Urne hergestellt, aber für den Hund ist auch nochmal was anderes. Bisschen traurig. Ich glaube, wenn man eine Einäscherung hört, dann denkt man immer, dass das schwarz ist. Das ist aber nicht schwarz, weil die Knochen übrig bleiben. Das ist echt katastrophal, ne? Die Knochen bleiben übrig, deswegen hat das so... ja, eine sandartige Farbe, also eine Knochenfarbe halt eben. So bitter, das sind 16 Jahre, die halt hier so als Staub rumliegen. Das ist von unserem Hund übrig geblieben, neben den ganzen Erinnerungen. Ich habe dieses Thema jetzt die ganze Zeit vor mir hergeschoben, weil das wird eine Urne sein, die geht nicht in den Boden. Das wird eine Urne sein, die steht ja, bei meinen Eltern halt eben zu Hause. Und da habe ich mal überlegt, komm, ich will das Thema Gärungsverleimung in dem Video dann aufgrund dessen mal ins Thema reinnehmen, weil ich muss mir sowieso eine Vorrichtung bauen, damit wir halt eben eine Gärung anhobeln können, damit halt eben die Qualität der Verleimung einfach besser ist. Das Ganze zu schneiden funktioniert. Aber man kann da leichte Spalte haben, je nachdem, was für ein Holz man benutzt. Deswegen habe ich mir überlegt, komm, ich zeige euch, wie man sich so eine Vorrichtung einmal baut, dass man zum Beispiel runde Korpusse einmal verleimen kann. Ich habe mir für diese Vorrichtung eine kleine Raffinesse überlegt, damit man das auch beidseitig nutzen kann. Wir werden später natürlich auch mal ein Teststück hobeln, ob das halt auch eben aufgeht, gerade von der Genauigkeit. Deswegen, ich denke, die Vorrichtung gibt es natürlich schon, aber mit meiner Anpassung kann man sie vielleicht ein bisschen vielseitiger einsetzen. Sehen wir aber später, ob es halt eben funktioniert. Ich messe jetzt einmal meinen dicken Tisch, damit die Vorrichtung auch eben so lange wird. 1 Meter, ist der so groß? Der ist 1 Meter lang. Total. Vielleicht ist das hier auch so eine Hilfe für jemanden, der auch eine Urne für seinen, ja, den besten Partner im Leben selber machen will. Als Material benutzen wir hier Birke Multiplex, weil ich will die Vorrichtung ein bisschen länger behalten und da ist Multiplex halt eben einfach schön stabil. Was wollen wir mit dieser Vorrichtung überhaupt erzielen? Wir möchten an der Kante eine 15 Grad Kante anhobeln, weil eine gehobelte Kante einfach sich besser verleimen lässt und die Leimfuge unterm Strich besser wird. Das bedeutet, wir schaffen jetzt eine Grundplatte, die ist 20 cm breit und oben drüber schneide ich dann gleich noch ein Brett, das ist ungefähr ja, 12 cm. Dann haben wir noch 8 cm an Materialbreite, reicht vollkommen aus. Wenn da Interesse besteht, kann ich euch hier diesen Screenshot auch zukommen lassen, falls jemand das nachbauen möchte. Schreibt dann gerne einfach eine E-Mail, weil es ist ganz, ganz simpel. Aber vielleicht kann ich da jemandem ein bisschen helfen. Mache ich doch gerne. Ja, an der Stelle habe ich auch schon den ersten Tipp für euch. Wenn ihr so eine Platte einmal auf einen rechten Winkel schneidet und ihr möchtet einmal kontrollieren, ob das Ganze auch einen rechten Winkel hat und ihr keine Endmaße anschneidet, das heißt, hier bin ich noch vollkommen frei mit den Maßen, dann schneidet alle Kanten einmal auf einen rechten Winkel und beim 5. Schnitt schneidet ihr einen dünnen Streifen ab und wenn der parallel verläuft, dann wisst ihr, dass eure Platte 90 Grad hat und euer Anschlag 90 Grad eingestellt ist. Dann müsst ihr nichts ausmessen. Das ist so ein Test, den kann man immer mal wieder machen, wenn man vielleicht hier den Längsanschlag einmal im Winkel verstellt oder wenn ihr vielleicht einen Schiebeschlitten habt und den auch einmal fix kontrollieren wollt, wenn ihr gerade sowieso ein Stück Brett auf der Maschine habt. Das Ganze passt bei mir. Ich habe es noch einmal auf der Diagonale gemessen. Plus minus 1 mm reicht vollkommen und deswegen können wir jetzt hier raus unsere ersten Stücke schneiden, weil alles 90 Grad hat. Ich möchte 15 Grad als Winkel anhobeln. Und wenn ihr 15 Grad an einem Kantholz oben anhobeln möchtet, dann ist das gar nicht so wild. Dann müsst ihr im Prinzip einfach eine Vorrichtung bauen, wo das Ganze auch um 15 Grad gekippt wird. Dann erreicht ihr eure Zielneigung. Was ich jetzt aber mache, was ich mir überlegt habe, was mehr Sinn macht, dass wir zum Beispiel den Niederhalter, den schneiden wir jetzt ganz, ganz genau, dass der bündig an der Kante des oberen Brettes anliegt, damit wir halt eben diese Winkel Genauigkeit erzielen. Das bedeutet, ihr könnt jetzt 15 Grad auf dem Brett schneiden und schiebt das so lange drunter, bis das passt. Aber ich will es einfach beim ersten Mal genau packen, passen. Deswegen schneide ich jetzt diese 15 Grad auf ein entsprechendes Brett. Ich zeige es euch mal. Ich stelle jetzt erstmal 15 Grad ein. So, ziemlich genau 75 Grad, das sollte doch passen. Ich benutze mittlerweile immer diese Pika-Stifte. Ich verlinke sie mal in der Videobeschreibung. Die findet ihr bei uns auf dem Online-Shop. Damit könnt ihr einfach super genau sowas markieren. Also wir haben 2 Maße. An der Schräge,
An der schmaleren Schräge sind 26 mm. Die sehe ich jetzt ja natürlich, deswegen markiere ich mir die halt eben. So, auf der anderen Seite sind es dann logischerweise 31 mm, aber hier sind wir bei 26 mm. Das hier ist die Leiste. Zwei Sachen schauen wir uns hier direkt einmal an. Als erstes kontrolliere ich jetzt mal mit dieser Winkelschmiede die Genauigkeit von meinem Schnitt. Ich habe das eben schon mal kontrolliert, wenn ich das hier aufhalte. Da haben wir ungefähr ja, 0,2 Abweichung. Hier haben wir jetzt 75, ziemlich genaue 75 Grad. Das heißt, das ist erstmal eine gute Ausgangsbasis und anhand von diesem Schnitt hier kann ich euch auch mal gerade zeigen, warum so eine Vorrichtung Sinn macht. Hier sehen wir nämlich schon die erste Brandspur. Die Brandspur ist nicht einmal so schlimm. Das hier ist immer blöd. Das sind ganz, ganz leichte Kanten in unserem Schnitt, die später eine Leimfuge ergeben. Deswegen, das wollen wir halt eben eliminieren, wenn wir das Ganze hobeln. Das hier passiert eben auch regelmäßig. Am Schluss, wenn der Anschlag ein bisschen weiter hinten raussteht, haben wir hier auch nochmal Brandspuren. Und hier vorne haben wir auch nochmal eine leichte Kante. Also das hier zeigt schon mal die Sinnigkeit von dieser Vorrichtung. In diesem Schritt müssen wir jetzt einfach aufpassen, dass unsere Kante auch wirklich anliegt und halt eben nicht nach innen versetzt ist, weil dann wird logischerweise stellenweise der Winkel ein bisschen steiler. Den Leim, den ich verwende, bekommt ihr bei uns, verschicken wir hier aus dem kleinen Saarland zu euch nach Hause. Das sollte dann auch tatsächlich schon ausreichen mit der Anpresszeit. Ich habe jetzt zwar jede Menge besäumte Blockware auf Paletten liegen, das ist aber reserviert für einen Online-Shop. Das bedeutet, wenn ihr Buche, amerikanische Kirsche, Eiche haben möchtet, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Wie gesagt, besäumte Blockware, aufgemessen, genauso breit wie es ist, für euer nächstes Projekt. Ich werde mir jetzt hier ein Stück Holz rausnehmen. Das ist ein bisschen länger, als was wir brauchen. Aber bei Blockware ist ja immer die Frage, was macht mehr Sinn? Teil ablängen auf die Länge, die wir brauchen, mit Verschnitt in der Länge, die wir vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr benutzen können. Oder wir schneiden uns nur einen Streifen raus, der zwar dann 20 cm länger ist, aber der Rest der Bohle halt eben noch für was anderes benutzt werden kann. Und je länger ist in dem Fall, desto besser, weil meistens hapert es dann nämlich an der Länge von dem entsprechenden Material für ein alternatives Projekt. Deswegen schnappen wir uns einmal die gesamte Bohle. Ich denke, hier macht es auch wieder Sinn, das, was ich gerade angesprochen habe. Ich würde das Teil hier kappen und dann hätte ich hier ein Stück über und das würde halt komplett in die Restholzkiste fliegen, weil aus so einem kurzen Stück kann man nicht so gut mit den großen Maschinen was bearbeiten. Deswegen lassen wir es auf der Länge. Unser Kantholz ist jetzt fertig vorbereitet, das ist auch perfekt 90 Grad, das ist auch hier in dem Fall wichtig. Und eine Sache will ich jetzt hier mit meiner Vorrichtung direkt tun, denn wir möchten ja, wenn wir so einen Kreis verleimen möchten, müssen wir an beide Seiten diese 15 Grad dran hobeln in dem Fall. Und da habe ich mir was überlegt, das werden wir auch heute zusammen ausprobieren, ob das wirklich was bringt. Dazu markiere ich mir jetzt einmal hier die Kante. Ich markiere mir einfach sicherheitshalber beide Kanten, so wird das Kantholz später hier liegen. So, also einmal hier. Und auf der anderen Seite. Bei der ersten Gärung ist es ja nicht so schlimm, da haben wir auf der einen Seite 90 Grad. Nur bei der zweiten Seite ist ja einfach der Fall, dass wir da eine Spitze haben. Und die Spitze wollen wir uns jetzt zerdrücken in der Hobelmaschine. Deswegen schaffen wir in dem Fall eine Freifläche, wo dann diese Spitze eintauchen kann. Und das wird halt eben hier dieser Sägeschnitt. Da mache ich auch gar nicht so viel, weil so viel brauchen wir wohl nicht, weil der Winkel ja recht stumpf ist. Das sollte doch passen. Machen wir jetzt fix einmal einen Schnitt. Und an der Stelle wird es jetzt relativ deutlich, wofür diese Kante sein wird. Denn wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann sehen wir, dass unsere Nut nicht bündig mit hier diesem Kantholz ist, sondern etwas nach hinten gelegt. Denn diese Nut hier soll einfach nur für die Spitze der 15-Grad-Gärung sein, damit die einen Punkt hat, wo die drauf laufen kann. Denn die Fläche ist wesentlich stabiler als die Kante. Die könnte dann leicht umbrechen. Jetzt geht's zur Montage, da schauen wir mal,
Wie wir das am gescheitesten festbekommen. Ich spanne das jetzt erst einmal fest, um zu prüfen, ob diese Kante jetzt auch noch wirklich sitzt. Dass wir da jetzt keinen Fehler bauen. Und das hier ist halt eben jetzt wichtig, wenn das hier vorne eine geschnittene oder eine gehobelte Gärung ist, die musst du halt eben schön dran vorbeigleiten. Hier vorne ist es tatsächlich ein bisschen stramm, aber wenn wir jetzt hier schauen, hier geht es dann direkt nochmal. Es kann sein, dass hier eine minimale Ungenauigkeit ist, aber hier hört man es ein bisschen. Aber hier ist es schon gar nicht mehr. Neuer Tag, neues Glück. Ihr seht die Vorrichtung. Die ist schon in der dicken Hobelmaschine. Aber es funktioniert noch nicht so ganz. Lasst es mich euch einmal erklären. Was ist bei so einer alten dicken Hobelmaschine, wenn man sich so eine zulegt, immer ein Problem? Ja, genau, zwei Dinge. Die Andrückwalzen und die Andrückbalken. Die sind oftmals verstellt. Irgendwie läuft das Ganze nicht so richtig gut. Und ich habe das Ganze so eingestellt, dass ich normal das normale Massivholz damit hobeln kann. Aber beim Hobeln von diesen kleinen Leisten gab es ein großes Problem. Das hat immer so ausgesehen. Ich habe das Holz reingeschoben und weil die Walzen so fest das Holz unten reingedrückt haben, hatten wir diverse Probleme. Wegen dieser eingelassenen Nut hatten wir hier schon mal eine Druckstelle auf der Fläche, wo das Ganze später verleimt wird, ist blöd. Wegen dem Druck hatten wir auch tatsächlich, weil das Holz nicht so breit ist, Dellen in dem Holz. Und wegen dem Druck hatten wir auch tatsächlich Hobelschläge. Das Ganze habe ich jetzt eingestellt und diese ganzen Probleme haben wir jetzt nicht mehr, bis auf den Hobelschlag. Ich konnte das schon minimieren, aber an einer Stelle haben wir einen leichten Hobelschlag, weswegen ich mal überlegt habe, komm, das ist wirklich gut. Also es ist vielleicht 2-3 Zehntel, aber wenn die sich aufdoppeln, ist es dann schon fast ein halber Millimeter. Und deswegen habe ich hier mal ein Probestück gemacht. Das werden wir jetzt einmal schleifen, um zu sehen, ob man diesen minimalen Spalt, ob man den irgendwie kaschieren kann. Ihr seht, ich hatte 2 Anläufe, deswegen ist hier so viel Klebeband. Das werde ich jetzt mal lösen und dann können wir einfach gleich mal hier diese Kante schleifen und sehen, wie das ganze Ergebnis halt danach aussieht. Was soll der Geiz? Wir sehen jetzt hier einen ganz deutlichen Spalt. Das könnte jetzt 2 Ursachen haben, weil ich glaube nicht, dass das so viel ist vom Hobelschlag, weil das wäre hier ja komplett. Das hier sieht eher aus, als wenn das hier nicht richtig angepresst wurde. Deswegen werden wir jetzt trotzdem mal, weil das hier dann so, denke ich mal, das Maximum an Spalt ist, was wir erzielen, da werden wir mal den Holzleimtrick anwenden. Ich habe die betroffene Stelle erstmal aufgesägt und man sieht, das schlechte Ergebnis ist gleichbleiben, bedeutet, hier war nicht nur hier Pressdruck, sondern überall liegt das Holz nicht wirklich an. So viel war es aber tatsächlich nicht, als ich die Stücke getestet habe, deswegen irritiert es mich schon ein bisschen. Denn direkt oben drüber als Vergleich sieht man, dass der Pressdruck eher in der unteren Hälfte war und wir deswegen oben diesen Leimspalt haben. Ich bin nur nicht so genau sicher, was ich machen soll. Wenn ihr das nachbauen möchtet und ihr habt ein gewisses Projekt und ihr wollt das nur einmal benutzen, dann wäre jetzt hier die Lösung, einfach das Material länger lassen, damit man den Hobelschlag abschneiden kann. Weil ich aber auch kurze Stücke verarbeiten möchte, ist das jetzt nicht so wirklich eine Lösung. Deswegen bleibt es spannend. Von diesem Problem habe ich mich allerdings nicht unterkriegen lassen und habe mir einmal nochmal alles ganz genau angeschaut und nochmal eingestellt. Ah, Leute, es funktioniert einfach nicht so, wie ich es halt eben haben möchte. Ich will das jetzt einmal machen, dass ich immer ein Top-Ergebnis habe und ich nicht immer so eine vielleicht funktioniert's ja Leimung mache. Also vielleicht mal für euch hinter den Kulissen. Wenn sowas hier passiert und ich wirklich nicht mehr weiter weiß, dann überlege ich mal, okay, wen könnte ich fragen, wer ist sympathisch? Vielleicht hat derjenige gerade Zeit und kann mir ein paar wichtige Informationen geben, wie die das dann halt eben in ihrer Schreinerei machen. Ich habe da eben jemanden im Petto, den werden wir jetzt gleich mal anrufen. Das ist der liebe Thomas Keller. Ich verlinke euch dem seinen Kanal mal in der Videobeschreibung. Schaut dort mal gerne vorbei. Super, super sympathischer Typ. Den rufen wir jetzt mal an und dann fragen wir mal, wie der das machen würde. Ich wünsche mal Hallo in die Kamera sage. Grüße, hi. Ich wollte dich ja jetzt fragen, wie ich das jetzt hinbekomme, weil mit der Hobelmaschine funktioniert es ja nicht so ganz, weil ich da so einen leichten Hobelschlag habe. Und ich frage ja immer ganz gerne dann Tischlermeister, Meister, wie die das dann halt eben selbst in der Werkstatt umsetzen würde. Wie würdest du das denn machen, Thomas? Ich würde auf den Schiebeschlitten mir eine Holzplatte als Schablone aufbauen. Dann kannst du da einen parallelen Anschlag hinmachen, dass du immer das gleiche Maß hast. Mhm.
und deine Teile mit zwei Kniegelspannern sozusagen nach unten spannen. Ah, und ja. Da hast du eben den Vorteil, du sägst zwar, ja. Sägeschnitt ist ja eigentlich nicht so sauber wie beim Hobeln, aber durch das, dass du nicht das Teil schiebst, weil das fixiert ist, sondern du nutzt sozusagen den Vorschub oder die Führung von deiner Tischsäge, ja. hast du einen sauberen Schnitt. Das heißt, du hast keinen Schlag drin, du hast keine Brandspur drin, weil du ja einen gleichmäßigen Vorschub generieren kannst. Ja. Du musst ja nicht umgreifen oder gar nichts. Und was auch noch ein Vorteil ist, durch den Schnitt erhöhst du sozusagen ein bisschen die Adhäsionskräfte zwischen Leim und Holz, weil ja. du beim Hobeln ja eine sehr glatte Oberfläche hast. Genau, genau. Und beim Schneiden ist es ein bisschen rauer und dann kann sich der Weißleim sozusagen in die Poren oder einfach in die Kante ein bisschen besser reinkrallen. Okay. Ich glaube, dann würde ich es mit Klebeband machen, weil du kannst dir das komplette ja falsch rum auflegen, wirst es mit Klebeband sozusagen hinten ja auskleiden, dann drehst du es rum und dann hast du ein Teil beim Handling. Ja. Und dann leimst du deine ganzen Gärungen, sage ich jetzt mal, ein und dann hast du im Endeffekt nur einen Stoß, wo du dann nochmal ein Klebeband drüber brauchst. Weil wenn du große Teile hast und das sind nicht viele, dann geht es auch mit einem Spanngurt. Aber so, verstehst du? Durch das Klebeband fixierst du ja alle Teile aneinander. Und dann hast du im Endeffekt nur ein Teil, wo du rumbiegen musst. Ja. Ein bisschen komisch zu erklären. Aber ich würde es mit Klebeband in deinem Fall machen. Geil. Thomas, ich mache genau das, was du gesagt hast. Ich bedanke mich vielmals. Ne? Bis bald, ne? Jo, ciao. Tschüss. Oh, Leute. Ich verlinke euch den lieben Thomas mal in der Videobeschreibung. Super geiler Typ, sehr, sehr sympathisch. Und genau das, was er gesagt hat, machen wir jetzt von Meisters Hand. Nicht von mir, sondern von ihm. Geil. Vielleicht mal hier als kleinen Vergleich. Das hier ist unser Ergebnis vorher. Auf der Kamera sieht es vielleicht gut aus, aber wenn man da genau hinschaut, dann sieht man, ja, es kommt auf der Kamera nicht rüber, dann sieht man, dass da schon Licht durchschimmert und das ist doof. Das hier ist das Ergebnis, was ich gerade gesägt habe. Ging wunderbar schnell und wenn wir uns das hier mal anschauen, sehen wir schon durch das alleinige Hochheben, dass die Kante perfekt ist. Außen und auch innen. Ich habe den Winkel auch einmal nachgemessen. Wir haben perfekte 75 Grad, sodass ich hoffe, dass das Leimergebnis noch mal eine Nummer besser wird, weil die ganzen Gradzahlen aufeinander aufgehen und wir dann im Prinzip keinen Spalt mehr am Schluss haben. Und weil wir jetzt endlich eine Lösung gefunden haben, wie wir das Ganze perfekt herstellen können, geht es jetzt leider immer noch mit diesem recht traurigen Projekt los, und zwar mit der Urne. Das heutige Projekt will ich auch nicht irgendein Holz benutzen. Ich werde mein persönliches Lieblingsholz benutzen. Das ist auch etwas sehr Exklusives. Und zwar ist das amerikanischer Kirschbaum. Haben wir übrigens jetzt auch im Online-Shop. Das hier sind noch die Stücke, die übrig sind. Ich packe euch mal den Link in die Videobeschreibung. Die sind recht preiswert, weil wir da was Gutes gefunden haben. Meine Blockware liegt noch oben im Regal, damit es ein bisschen länger ist. Und genau das gleiche Holz, was wir halt eben jetzt dort im Sortiment haben, werde ich auch für dieses Projekt heute benutzen. So Leute, jetzt kommen wir langsam zu der ganz heißen Phase, denn jetzt werden wir langsam Gärungsschnitte anschneiden und dafür packen wir jetzt erstmal ein schön feines Blatt auf die Säge, damit unsere Leimfuge glatt wird. Der Aufbau sieht jetzt wie folgt aus. Wir haben hier unsere Grundplatte, was wir eben fix gebaut haben, und generell hält das schon mal hier vorne durch die Kniehebelspanner. Und jetzt hält das Ganze nicht so stabil, dass ich da mein komplettes Vertrauen reinsetze, sodass ich meinen Fritz und Franz noch benutzen werde, beziehungsweise hier nur den Franz und das später noch gegen den Lenkungsanschlag drücke, damit sich hier gar nichts bewegt. Das ist so der grundsätzliche Aufbau.
Solche Verleimungen auf Gehung mache ich gerne hier hinter meiner dicken Hobelmaschine, weil das einfach eine Spanplatte als Arbeitsoberfläche ist. Und hier werde ich es jetzt erst einmal ausprobieren, ob es denn funktioniert hat. Aber die Kanten sehen echt gut aus. Ich mache es mal zusammen und dann zeige ich es euch. Ich habe es einmal ausprobiert. Ich werde es jetzt einmal rumdrehen. Das Rumdrehen ist immer am schwierigsten. Zack. Jetzt können wir über Holzleim dazwischen packen und dann leimen wir es zusammen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache, und zwar ist das das Finish. Ich habe das Ganze gebürstet und jetzt kommt einmal das Kontoholz Bienenwachs-Finish drauf. Offensichtlich sind die Drechselarbeiten abgeschlossen, alles ist wieder schön sauber. Falls dich das Thema interessiert, dann komm doch gerne mal auf den Drechselkurs vorbei. Es sollten noch ein paar freie Plätze vorhanden sein. Ich verlinke dir das Ganze mal in der Videobeschreibung. Findet im schönen kleinen Saarland hier bei mir in der Werkstatt statt. Und jetzt zeige ich euch mal das Ergebnis. Und so schaut das Ergebnis aus. Fast perfekt geworden. Hier ist eine Leimfuge, die kann man recht gut erkennen. Da hat es aber tatsächlich an der Spannung gehapert, weil ich hier nicht genügend Pressdruck draufgebracht habe. Aber ich habe natürlich nicht aufgehört. Ich wollte das Ganze einmal testen und habe gesagt, komm, ich will jetzt einmal sehen, ob das so richtig gut funktioniert. Deswegen habe ich noch eine Urne gemacht und da werde ich euch mal auch noch einmal das Ergebnis zeigen. Das Besondere in diesem Fall ist der Deckel. Der ist sägerau geblieben, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und von innen ist er auch wirklich sehr schick geworden. Da habe ich mir extra Mühe gegeben, dass da keine Leimreste innen drin sind. Und in dem Fall ist die Verleimung auch wirklich perfekt geworden, kann man sagen. Die Oberfläche ist gewässert, geschliffen, gebürstet und geölt. Und jetzt bleibt mir im Prinzip nur noch eins zu tun.